Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Part Let's Play Projekt D. Ich habe heute ein Mörderprojekt vor. Ich werde das Haus abreißen. Und damit es nicht so langweilig wird, hat sich der Kojan bereit erklärt, ein wenig uns Gesellschaft zu leisten. Hallo Kojan. Hallo, ganz genau. So, was macht man zuerst, wenn man ein Haus abreißt? Man reißt alles ab. Deswegen wird es mir die Schmelze leider dran glauben müssen. Gefällt mir sowieso nicht mehr hier draußen. Also alles weg damit. Ich habe mir einen ungefähren Plan gemacht, eigentlich einen ziemlich genauen Plan gemacht, wie es am Ende aussehen soll. Und wir schauen einfach mal, wie realistisch das am Ende ist. Weil ich bin mir ja nie so sicher, ob meine Pläne so auch aufgehen. Kommt der hier noch weg? Wir machen erst einmal den ganzen Außenbereich frei hier hinten. Machen alles plan auf einer Ebene. Und unsere Kisten werden hier vorne dann alle mal zwischengelagert. Müssen sie ja schlussendlich, weil wir haben keine andere Wahl. So, dann können wir den hier so abreißen. Und den hier auch. Können wir pushen. Dankeschön. So, das Minecraft-Fenster verschieben, sonst... So sehe ich besser. Gut. Dann kommen wir hier hinten zu dem Spaß. Alles wegreißen. Da haben wir Äpfel drin, die kommen nachher dann noch weg. Ja, jetzt haben wir natürlich hier 1000 Saplings. Die packen wir dann einfach mal ins ME, würde ich sagen. Erst einmal. Genau wie das hier. Irgendwo haben wir hier auch Monster. Keine Ahnung, wo die sich rumtreiben. Ach ja, wahrscheinlich unten in der Monsterfarm. Da, wo sie auch hingehören. Gut. Dann kommt hier oben das hier weg. Wir hätten die natürlich auch hier reintun können. Die Saplings sehe ich gerade. Okay. So. Hier vorne werden wir Platz haben, deswegen kommt alles hier vorne hin. Das Haus wird nämlich hier in einer L-Form aufgebaut. Das nächste. Und von daher ist es doch eigentlich sinnig, wenn wir das da vorne hin tun, wo demnächst Platz sein wird. Denke ich einfach mal. So. Haben wir noch eine Kiste und ach, noch so viele Kisten. Ah, so viele Kisten. Ich habe mir auch einen Baustoff ausgesucht, den wir gar nicht haben. Marvin? Eigentlich, ja. Das Haus besteht eigentlich nur aus Sachen, die wir nicht haben, Leute. Von daher macht euch bereit auf 5 Parts. Marble Farm. Marble Farm, lustigen Spaß. Wir werden es dann, glaube ich, erst einmal dann aus anderen Steinen bauen und dann den Marble nach und nach ersetzen. Zu einem finalen Haus wird. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Also ich war zumindest beim Bau vorhin, ich habe es ja schon einmal gebaut, in einer Singleplayer-Welt. Da war ich schon recht überzeugt von dem Haus. Das sah echt gut aus. So, die Kiste hier abgerissen. Weg mit dir, Dankeschön. Du kommst weg. Hoppala. Die Bienen sollten fertig sein, dann kommen die auch mal hier weg. Kommt alles da vorne in die Kiste rein. In eine der Tausenden. Hier haben wir Bienen voll. Hier haben wir noch Bienenplatz. So, super duper. Dann lernen wir unser Inventar. Das Bienen. So viele Bienen überall. Ich mag keine Bienen. Bienen sind kacke. Warum habe ich mich da immer voreingelassen? So. Dann werden wir jetzt hier Plan machen. Wir brauchen unseren Excavator. Wir nehmen unseren MC Hammer 2. Und unsere Lumber Axe. Wir können auch mal die normale Schaufel nehmen. Und eine normale Spitzhacke nochmal. Ach nee, genau. Hier, was wollte ich noch machen? Mit der Gravity Gun
können wir ja, das habe ich hier ausprobiert, ich habe nicht mehr reinbekommen, können wir ja die Spots, auf denen bei den Gummibäumen das Gummi ist, rausziehen und neu platzieren. Der Rest des Holzes ist mir vollkommen egal. Das sind ja nur... Oh, ich bin in die Enderlilies gekommen. Das sind ja nur die Blöcke interessant, wo auch Gummi drin ist. Na, kommst du wohl hier drauf? Dankeschön. Deswegen können wir die ja schön aufstellen. Nehmen alle Blöcke raus, wo Gummi ist. Und der Rest wird rigoros abgeholzt. Nicht lang schnacken, Kopi nacken. So, hier habe ich... Habe ich hier noch was aus dieser Richtung? Ja, da unten habe ich noch einen. So, komm mal raus da. Die merken sich auch, in welche Richtung die gucken. Deswegen kann ich die so schön übereinander stellen. Nein, aus. Böser. Ja, dann bleibt da stehen. Dann kommst du hier mal mit. Die können wir uns ja irgendwo im Keller hinstellen und können da immer schön melken gehen. Erstmal räumen wir sie nur aus dem Weg. Das ist mir jetzt auch vollkommen egal, ob die hier richtig stehen oder nicht. Hauptsache, die Sticky Resin Spots sind gesaved. Da kommst du. Dankeschön. Der Kojan, der spielt gerade so ein komisches Spiel. Ja, mit drei Buchstaben. RCW, Return to Castle Wolfenstein? Nein. WoW? Nein. Nein. LOL. League kann man auch sagen. Und nebenbei gucke ich auf dem zweiten Bildschirm auch noch Super Week. Fnatic gegen Rocket. Was für ein Ding? Achso. Ja. Die Gravity Gun lässt das Ganze hier so ein bisschen laggen, aber ist kein Problem. Haben wir hier jetzt noch was? Da haben wir noch einen. Das wird alles nicht lustig. Ich habe auch diesmal keinen Timer gestellt. Das wird einfach so lange aufnehmen, bis der ganze Spaß fertig ist. Da kenne ich diesmal keine Verwandten bei. Alles muss weg, meine Damen und Herren. Oder habe ich einen verpasst? Egal. Alles muss raus. Wir sind ja jetzt auch nicht mehr im Kindergarten. Das Haus sieht einfach kacke aus. Es ist einfach, ja. Nicht mehr tragbar. Jede restliche Scheiß noch weg. Ja, da waren jetzt immer noch Spots dran, aber die können wir uns nachzüchten. Ich will auch noch heute damit fertig werden. So, das Holz haben wir hier. Supidupi. Die Schaufel. Unsere Superschaufel. Damit wird das ganze Grundstück jetzt plan gemacht. Auf eine Ebene gezogen. So wie es sich für ein Grundstück unseres Kalibers gehört. Hätte ich schon lange machen sollen. Das weiß ich. Genauso wie jetzt hier drüben unser Feld wegkommt. Das werden wir auch nicht mehr... Opa, da ist mir der Gravity Gun aus dem Inventar gefallen. Das Feld werden wir auch nicht mehr brauchen. Das wird in späteren Episoden dann unterirdisch neu platziert. Also alles weg. Röms. Sollte aber vorher die Enderlilies hier abernten. Bevor mir da noch was verloren geht. Und dann kann ich weitermachen. So, wunderbar. Noch den letzten Rest hier. Ist unser Grundstück eben. Ein ebenes Grundstück. So, das kann jetzt ins ME-System. Die
Erde wird ja sowieso vorher aussortiert. Das ist egal. Die Blümchen machen mir ein bisschen Sorgen, aber okay. Von diesen Abyssalstone haben wir eine ganze, ganze Menge. Und ich weiß nicht, woher und was das für ein Scheiß ist. Also schon, habe ich Ahnung, was das ist. Das ist, ne, Scheiß. Gut, reiße ich jetzt das Haus schon ab oder baue ich jetzt das andere? Ich baue das andere. Dafür brauchen wir eine Menge Holz. Wie, du baust das andere drumherum oder was? Nee, hinten erst so ein Stückchen rein, damit ich dann die Sachen direkt einbauen kann. So. Wir haben hier eine Menge Holz. Wir werden auch eine Menge Holz brauchen. Den Holz, ich arbeite mit einem System in diesem Gebäude, dass an jeder Ecke immer so Pfeiler aus Holz sind. Wie ich es ja auch schon beim letzten Haus von innen probiert hatte. Nur diesmal wird es halt vollkommen durchgezogen. Und die Saplings, die wir jetzt bekommen, werden wir natürlich später wieder einsammeln. Ich weiß noch gerade nicht, wo ich sonst Sprucewood herbekommen soll. Deswegen werden wir einmal dieses Schneegebiet hier abroden. Das hier ist das Rubberwood, das kommt da mal weg. Damit ich eine bessere Übersicht habe. Ich habe mir gar nicht angeguckt, wie viel ich davon brauche. Aber ich denke, bestimmt so 6-7 Stacks sollte ich brauchen. Wir gucken einfach mal. Wir haben jetzt zum Glück Holz. Hier ist ja ein Wald. Der gleich wahrscheinlich kahl sein wird, wenn ich mit dem fertig bin. Oh, hier ist Zertusquarz. Nehme ich natürlich mit. So ein Zertusquarz in der Landschaft hat schon viel Qualität. Man kann auf der Map oben auch gar nicht wirklich sehen, wo jetzt tatsächlich Holz ist und wo Bäume sind, weil die alle oben eingeschneit sind. Ich glaube es nicht. Ich merke schon, ich werde unglaublich viel trinken müssen gleich. Vielleicht habe ich schon ein Pappmaul. Aber ich habe mir alles bereitgestellt. Oh, hier ist noch ein Riesenbaum. So hat dem ich natürlich gerne. Oh, der hier fängt da an. Wir haben jetzt 3 Stacks. Wir gucken jetzt nochmal hier nach Saplings, ob welche gelandet sind. Die sammeln wir nochmal ein. Und dann fangen wir mal langsam an, das Haus zu bauen. Hier unten liegt ja noch Holz rum, das können wir auch aufsammeln. Das werden unglaublich interessante Folgen, meine Freunde. Ich bin stolz, wenn ich hier 2 Aufrufe bekomme. So, das noch aufgesammelt. Hier drüben nochmal. Einmal rübergeflogen. Dann habe ich Hunger. Und dann fliegen wir mal zurück nach Hause. Wobei in der Reichskanzlei. Maschinenraum. Wo wollte ich denn eigentlich hin jetzt? Zu meinem E-System wollte ich hin. Ich brauche einen. Nee, ich brauche keinen Blank Pattern. Ich hätte eigentlich nur mal gerne Stone. Davon habe ich ja ein bisschen glücklicherweise. 3, 4. Das sollte erst einmal reichen. Das ist auch ein Teil meines Hauses. So, und jetzt fangen wir an, das Haus zu bauen. Ich hätte es mir so gedacht, wir fangen hinten in der Ecke an. Weil sie so schön ist. So. 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 Ja, Haus steht, Leute. Wir können anfangen. Nee, natürlich nicht. So, und jetzt geht's in diese Richtung erstmal 10 Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann kommen hier wieder solche Dinger hin.
hat den Vorteil, diese Konstruktion hier, dass wir durch diese Löcher hier Leitung legen können, wenn wir möchten. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sag mal, du hattest doch. Wie heißt das Maßband hier? Gibt es so ein Maßband, was man sich craften kann? Ne? Tape Measury oder irgendwie sowas. Ah, okay. Dann basteln wir uns das, glaube ich, mal kurz. Das könnte uns wahrscheinlich sehr helfen. Haben wir Strings? Ja, haben wir. Brauchen wir 8 Stück für. An einem unserer 1000 Tische mit gelber Farbe. Dann haben wir das Teil. Und wie war das jetzt? Mit 4 Eisen dazu. Okay. Ja, ihr seht, wir haben 7200 Eisen. Damit werden wir doch erst einmal ein bisschen kommen. Und die Query läuft hier auch noch ein Stückchen, ne? So, dann haben wir jetzt dieses Messding hier. Mal gucken, wie das funktioniert überhaupt. Wahrscheinlich ersten Blick rechtsklick, zweiten Block rechtsklick, ne? Ja, genau. Siehst du aber, wenn du geklickt hast, dann schon die... Ja, sind 10, sehr gut. Auch 10, sehr gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Genau, das war das Problem. Dann nehmen wir hier jetzt mal von diesem Punkt gehen wir aus. So, machen wir das so. Wir bauen jetzt erst den Grundriss unseres Hauses. Und dann ziehen wir das quasi nach oben auf. Dann sind wir ja hier. Ihr seht, das ist auch mit der Ecke drüben. Passt das genau? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habe ich natürlich verzählt jetzt. 6, genau. 7, 8, 9, 10. Oh, jetzt müsste natürlich... Ne, das dürfte eigentlich so passen. Ja, ja, das passt, genau. Gut, dann kommen hier wieder die... Ne, hier kommt der nicht hin. Sondern... Da auch nicht. Wie war das denn jetzt? Ich habe noch so ein schönes System ausgedacht. Für die Ecken. Zu Ende ist. Da noch einer hin. Da. Da und da. Ah, genau. Und dann geht es in die andere Richtung wieder zurück. Das sind 6. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lassen wir aber erstmal so. Wir gehen erstmal in die andere Richtung jetzt hier. Und schauen, wie wir da vorankommen. Ach, ich habe mir jetzt sogar auf. Ne, das sind ja die Grundrisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hier jetzt schon nach 20 oder nach 30. Ach, ich kann ja mal kurz auf den Screenshot gucken, wie es aussah. Ich habe ja einen Screenshot gemacht. Ja, genau so. 20, genau. Nach 20 ist Schluss. Was hier dann hier ist. So, und jetzt ist hier das Haus im Weg. Also müssen wir das Haus leider abreißen. Tut mir leid.
Dieses große, wo du drauf guckst, ne? Ja, genau, das da drüben. Das müssen wir abreißen. Das ist im Weg. Tut mir so ein bisschen leid. Nicht. Also wird hier jetzt alles weggeholzt. Und diese dämlichen Beerenbüsche werden nie wieder aufgestellt. Und seit diesem Tag ward niemand mehr gesehen. Diese Beerenbüsche, die bringen einfach nichts, was Hunger angeht. Und sie sehen einfach nur hässlich aus. Deswegen werden sie im ME-System versauern. Oder wenn ich Lust habe, werden sie kompostiert. Ich weiß es noch nicht. So. Wunderbar. So. Es tut mir in der Seele weh, aber leider muss das Haus weg. Diese schöne Stunde, die wir in diesem Haus hatten. Knapp ist auch schon so viel drin passiert. Knapp 60 Parts. Welch eine Tragödie. Alles muss raus, meine Damen und Herren, alles muss raus. Rudis Resterampe. Oh, da habe ich sogar die. Okay. Sehr gut. Wobei das so das kleinste Übel gewesen wäre. Das hätten wir auch noch stehen lassen können, glaube ich. Nach oben hin. Aber das hier vorne definitiv nicht. So, weg mit dich. Und hier kommt ja dann die neue Linie durch. Also muss das hier auch alles weg. Bis hierhin. Erst einmal, das vorne wird auch noch abgerissen, aber kann gerade für diesen Augenblick doch tatsächlich noch stehen bleiben. So, hier drüben auch. Einmal Abriss. Schön mit euch. Wiedersehen. Jetzt habe ich ja die ganze Kisten stehen. Und die auch einmal weichen. Die sind mir nämlich genau in der Schussbahn. Aber mit der Gravy Gun geht das ja supidupi gut. Jetzt schon, dass dieses Haus nie im Leben so aussehen wird wie das, was ich mir vorgestellt habe. Oder was ich vorgebaut habe. Das wird niemals passieren. Aber nur gut, da müssen wir durch. Wir können hier oben weg. Möchte ich eine normale Spitzhacke noch? Nee, nicht. Egal. Gut, dann machen wir es hiermit. Vor Augen, wir wollen Pokémon-Meister werden. Fast. Können wir den mit der Gravity Gun wegbringen? Nein, können wir natürlich nicht. Super. Ganz, ganz toll. Gut, erstmal wieder hier aufräumen ein bisschen in meinem Inventar. Das kann alles raus.
dann setzen wir jetzt einfach mal hier drumherum erstmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10? Zählen kann der Onkel Tuffer auch. Ich kann zählen, ich bin Graf Zahl. Das waren 10, genau. Hätte ich ja gesagt. Und jetzt kommen wir noch mal zu 10. Das ist wieder ein Game hier, Alter. Jeder macht, was er will und wir gewinnen trotzdem. So, weißt du. Gut, ich mache mal einen Screenshot auf meinen lustigen. Genau, so sah das aus. Sieht das aus, aber egal. Alles muss weg. Auch diese Leitung. Ach nein, man kann mit dem Hammer auch Slabs in der Position ändern und Holzblöcke drehen. Was hier auch noch nicht. Ja, das gibt. Täglich noch dazu. Tschüss, Haus. Tschüss. War ja schon ein bisschen sentimental, weil. Aber was soll's? Riecht mich auf, es sieht scheiße aus. Darüber, dass wir jetzt niemanden haben, der auf den Server kommt und uns trollt, dass irgendwas abreißt oder so. Ich meine, solche Leute könnten wir ja auch haben. Ja, also ein gut gemachter Troll ist das eine, aber irgendwas zerstören ist das andere. Ja. So wie unser erster April-Troll bei Lassack. Wer hat mir den Dispenser mit den Eiern aufs Dach gestellt? Also, das ist, ja, weiß ich auch nicht. Das vernünftige Arbeiten muss schludrig werden. Dann sind wir auch schneller fertig. Schon mal einen Schluck trinken. So, und da ist ein Meteor eingestürzt. Juhu! Rup-di-du-du-du. Was schön, dass wir so viele von den Steinen haben. Daraus wird unser neues Dach nämlich auch gebaut. Zumindest in der Planung. Ob ich es nachher durchziehe, ist ja immer die andere Frage. Ja. Aber wir machen gute Fortschritte. Ich glaube, ich bereue es jetzt schon, dass ich das getan habe. Mit dem Umbaustart. Wir brauchen Rollback. Warum? Ich habe keine Lust mehr. Ein Rollback von vor 3 Wochen. Oh nee. Also irgendwann nochmal vielleicht vielleicht anfangen so auf dem Server. Mit, vielleicht aus dem, was man jetzt gelernt hat irgendwie, aber jetzt das Projekt nochmal neu anfangen. Oh, ich kotzen. Ja.
Weltcam auch, glaube ich, nicht so gut. Ich kann ja gleich mal in der Skype-Konferenz den Vorschlag machen. Und sagen, Leute, wir müssen unbedingt neu starten. Genau. Ja, so ein Haus abreißen ist schon eine feine Sache. Weg mit dir. Das ist das ehemalige Dach jetzt gleich auch weg. Was ja dann auch schon mal ein Vorteil ist. Reißen wir die letzte Wand noch ein. Und es hat ja Haus ja auch eigentlich quasi schon weg, ne? Jetzt hier mal einen Schwank aus der Jugend. Ich hatte keine. Oh nein. Ich hatte hier eine schreckliche Kindheit. Essen wollte ich, genau. Ich sehe es gerade. Aber Leute, ich kann euch wirklich versprechen, das Haus wird nachher definitiv besser aussehen. Oder was meinst du, Kojan? Ja, es muss funktionell sein, ne? Also so der große, boah, Alter. Der große, Hausbauer war ich noch nie. Ich habe ja mal in der Light Season habe ich ja auch, beim Dach aufgehört. Hast du das auch gesehen? Okay. Ah, sicher. Krass, ich habe alles von meinen von den anderen gesehen. Ich muss mich ja vorbereiten und auf die Leute quasi einstimmen. Ich hatte ja schon die Befürchtung, dass es hier direkt großen Krieg gibt und ich mir natürlich meine Verbündeten vorher schon aussuche. Deswegen muss man ja seine Freunde kennen, aber seinen Feind noch besser kennen. Und ich rede viel zu viel Mist. Unser ehemaliges Dach ist fast... Ach, hier ist noch was. Okay. Die ganzen Items immer aufheben, weil die brauchen wir halt fürs nächste Haus wieder. Deswegen immer direkt wieder einpacken. Ja, jetzt kommt's ran, ne? Steht 2-2 jetzt. Muss ja noch ein Game machen. Chaka, du schaffst es. Das war schon mal so. Das ist übrigens der Koja mit vielen tollen Videos auf seinem Kanal. Besucht den mal. Genau. Ja, im Moment habe ich nur 2 Projekte. Ich hatte mal eine Zeit lang, glaube ich, 4 oder so. Das war mir dann echt zu viel. Und da ich echt viel Herzblut in dieses Direwolf-Projekt stecke und dann DayZ machen wir halt auch noch, was halt erstaunlich gut ankommt. Also für meine Klickverhältnisse so. Ja, es gibt halt nicht viele, die halt wirklich. Wir sind halt zu dritt, ne? Wir. Ja, kommt halt jeden Tag eine Folge raus. Und ja, dadurch, dass wir halt auch, dass uns viele Scheiße passiert und
ja, eigentlich so eine ganz lustige Truppe ist. Und jetzt nehmen wir halt wirklich nur noch auf, wenn Action ist. Vorher haben wir halt wirklich mal so die ganze Map gelootet und so. Ich weiß nicht, kennst du das überhaupt, Daisy? Ja. Die Daisy Duck kenne ich. Ja. Habe ich auch ein Video auf meinem Kanal. Eins. Oh, scheiße, ich hab vergessen, eine Daisy-Folge zu veröffentlichen. Ach, mach nichts raus. Ich habe meine Half-Life 2-Folge heute auch noch nicht veröffentlicht. Die um 18 Uhr veröffentlicht werden sollte. Ja, die hatte ich irgendwie, war die schon mal vorher veröffentlicht, aus Versehen. Und das ist ja immer so eine Sache. Die Ages darf ich hier nicht. Oh, jetzt habe ich schon die Schilder von den Ages weggetan. Jetzt weiß ich nicht mehr, welche Age was ist. Das war natürlich klug von dir, Toffer. Hä, hat er das jetzt gar nicht öffentlich gemacht oder was? Ah, ich habe viel zu wenig Platz in den Taschen. Nehmen wir die Tasche hier und tun hier die Sachen aus dem Inventar raus, die wir gerade nicht brauchen. So. Dann bauen wir unsere Maschinen hier ab. Oh, da war noch Fleisch drin. Auch gut zu wissen. Weg mit dir, weg mit dir. Auf Wiedersehen. Tschüss. Eisen kann weg. Die Dinger können weg. Dirt kann weg. Holz kann weg. Komischerweise zeigt er die bei mir nicht an unter den neuesten Videos. Naja. Wird schon passen. Meine Abos. Aktualisieren. Nee, ich sehe es auch nicht. Scheiße. Ach, vielleicht braucht er ein bisschen. YouTube ist ja gerade wieder am Umstellen von allen Sachen. Ja gut, das kann natürlich auch sein. YouTube ist ja weltweit dafür bekannt, dass sie gerne mal alles umstellen. Genauso wie Facebook mir gerade von seinem ultra coolen neuen Feature berichtet hat. Ihre Videos in ihrer Timeline werden jetzt automatisch abgespielt. Was? Kann man halt ausstellen? Ich sehe das nämlich schon, dass Facebook irgendwann sagt, okay, dann werden wir jetzt auch Werbung automatisch veröffentlichen. Dass Werbung genau dann startet, wenn du es am wenigsten möchtest. Wow. Das war dumm von mir. Aber gut. Ich glaube, wir werden nach oben. Habe ich da noch eine normale Axt zufällig? Sieht mir gerade gar nicht so danach aus. Hier vorne noch eine drin. Nee, ich habe tatsächlich keine normale Axt mehr. Ja, dann wird hier jetzt hardcore abgerissen, ist mir egal. Hier wird schon nichts Wichtiges mehr drin gewesen sein und wenn doch, gucken wir jetzt nochmal hier unten nach, ob das weiter auf dem Boden liegt. Ja, ein bisschen Holz, okay, das ist Kollateralschaden. Alter, jetzt kriegst du im letzten Game, wo echt alles drauf ankommt, ne, kriegst du so drei Leute, die sich die voll hart zuflamen, ne? Das war auch, glaube ich, der Grund, warum ich das Spiel nicht mehr so gespielt habe. Weil ich glaube nämlich, dass LOL das Spiel ist, wo am meisten geflamed wird. Diese These stelle ich jetzt einfach mal auf. Auch wenn ich sie nicht wirklich begründen kann. Ja, das Problem ist halt, gerade so in Ranked Games,
ist halt so die Einstellung da, eigentlich müsste ich ja auch immer jede Woche LCS spielen, weil eigentlich spiele ich ja total gut. Und nur weil ich immer so scheiß Teammates kriege, komme ich nicht höher. So. Ja. Und ja, wenn halt einem Fehler passiert, dann wird der hart geflamed irgendwie. Ja, ich gehe mal ganz kurz aufs Örtchen gleich wieder da. Ja, geh du mal. Oh Leute, hier ist was passiert, was nicht passieren sollte. Jetzt sind uns hier nämlich die Bücher auf den Boden gefallen. Kann ich die irgendwie wieder aufnehmen? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Da will ich sie eben töten. Und da sind die Edges weg. Wir hier nochmal zu. Puh, so.